Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Das Video wird jetzt so eine kleine Storytime werden und zwar über die allererste wirklich krass schlechte Erfahrung mit Airbnb, die ich gemacht habe. Ich glaube, wir alle kennen Airbnb als Plattform, die halt einfach Wohnungen, aber unter anderem auch Hostels und auch Hotelzimmer an Gäste vermittelt. Das klassische Konzept von Airbnb sind ja Wohnungen von Privatleuten oder auch nicht von Privatleuten, aber Wohnungen oder auch Zimmer, die untervermietet werden, um ein etwas authentischeres Feeling zu bekommen an den Urlaubsorten, wo man gerade ist. Jetzt kann man mittlerweile auf Airbnb natürlich auch Hostels und auch Hotelzimmer und ähnliches buchen. Nichtsdestotrotz ist Airbnb an sich ja erstmal grundsätzlich vor 3 Millionen von Jahren eine Plattform gewesen, auf der man grundsätzlich erstmal an Wohnungen rankommt, an richtige, echte Wohnungen und nicht nur Hotels. An sich also ein super, super cooles Konzept. Ich habe nach einer Bleibe in Playa del Carmen gesucht und ich muss sagen, Airbnb in Playa del Carmen funktioniert meiner Erfahrung nach so ein kleines bisschen anders. Wenn ihr nach etwas sucht, das wirklich krass zentral im Zentrum liegt oder in der Touri-Zone, findet man kaum Wohnungen. Das meiste, was ihr finden werdet, sind halt einfach Hostels, Hotels oder, wenn ihr Glück habt, auch private Zimmer bei anderen Menschen. Ist jetzt an sich erstmal nicht schlimm. Ich persönlich finde das Konzept Airbnb im Sinne von eine private Wohnung zu haben in einem anderen Ort mega, mega cool. Auch die ganzen Freiheiten zu haben in Bezug auf Kochen, in Bezug auf keine Rezeption, eine eigene richtige Wohnung vor Ort zu haben. Es ist einfach ein anderes Urlaubsfeeling und ich mag es persönlich sehr gerne. Ich habe aber auch nichts gegen Hotels oder Hostels. Ich bin da relativ offen, muss ich sagen. Hauptsache, die Unterkunft gefällt mir. Jetzt habe ich also auf Airbnb rumgestöbert. Wir hatten kurz vor Silvester und ich brauchte auf jeden Fall noch eine Unterkunft für mich und meinen Freund. Unsere Pläne haben sich spontan verändert. Eigentlich wollten wir zu dritt etwas an Silvester machen. Die dritte Person ist abgesprungen und deswegen habe ich eine Bleibe für 2 Personen gesucht. Relativ spontan, relativ kurzfristig, ich glaube 1 oder 2 Tage vor dem 31. Dass die Preise natürlich an Silvester hart explodieren, brauche ich nicht zu erwähnen. Das heißt, für die Bleibe, die an sich jetzt auch nicht die schönste war, seien wir ehrlich, die war okay, aber für den Preis meiner Meinung nach absolut nicht gerechtfertigt. Jetzt habe ich mir also eine Bleibe gesucht, bei der ich nicht direkt meine Seele verkaufen muss. Wir wurden so semi-fündig, wir haben so halb unsere Seele verkauft, es war immer noch krass teuer, aber wir haben halt nichts Günstigeres mehr gefunden, es war kurz vor Silvester, wir brauchten eine Bleibe, Leute. Da sind wir auf diese Anzeige gestoßen, die ich euch mal jetzt hier einblende. Casa Ariana war das Beste, was wir preis-leistungstechnisch finden konnten. Das Zimmer an sich war mit 4,35 Sternen auch relativ gut bewertet. Ziemlich basic, schlicht gehalten, sollte halt auch einfach nur für eine Nacht zum Übernachten ausreichen. Wir brauchten einfach nur ein Bett, irgendeine Unterkunft zum Schlafen. Auf Airbnb steht: Unser Gasthaus verfügt über 18 komfortable und renovierte Studios im touristischen Bereich, 3 Minuten von der berühmten Quinta Avenida, also 5. Allee, also diese Touri-Zone, diese Haupt-Touri-Straße von Playa del Carmen. Alles ist sehr nah zu Fuß und dann steht hier noch Doppelbetten, bequeme Matratze, TV, Bildschirm mit Netflix, Kühlschrank, Wasserkocher, pipapo. Das bietet dir diese Unterkunft Zugang zum Strand. Da muss ich sagen, da muss ich jetzt mal kurz meckern, es ist jetzt kein privater Zugang zum Strand oder so, ihr seid auch relativ weit weg vom Strand. Also relativ weit weg im Sinne von, es gibt Hotels, die wirklich 100 Meter, 50 Meter vom Strand weit weg sind. Oder generell einfach Unterkünfte auf Airbnb. Und diese ist relativ weit weg. Man muss schon auf jeden Fall einige Minuten einplanen, um da anzukommen. Deswegen finde ich Zugang zum Strand jetzt so als Merkmal dieser Airbnb grundsätzlich so ein bisschen... Die letzten Bewertungen waren alle relativ positiv, also entweder 4 oder 5 Sterne. Der Gastgeber oder die Gastgeberin, ich bin mir nicht sicher. Ich habe die Person ja nicht kennengelernt, hat die Identität verifiziert laut Airbnb und hat 578 Bewertungen. Antwortzeit innerhalb 1 Stunde. Klingt doch erstmal krass vielversprechend, oder? Ich habe tatsächlich auch beim Buchen grundsätzlich gesagt, ich möchte eine Sofort-Buchen-Option. Ich möchte nicht erst jemanden anschreiben müssen, das habe ich nämlich vorher versucht. Eine Woche vorher habe ich nämlich mehrere Leute angeschrieben und keine Antwort mehr erhalten in Bezug auf den 31. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich möchte auf jeden Fall eine Unterkunft, die ich sofort buchen kann. Ich möchte eine feste Reservierung haben. Ich möchte gerne die Sicherheit haben, dass ich tatsächlich eine Reservierung habe und eine Airbnb. Ganz, ganz safe. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Ist mir richtig geglückt, Leute. Das heißt, ich habe die Airbnb auch sofort gebucht und auch sofort die Bestätigung bekommen. Das Geld wurde instant von meinem Konto abgezogen und ich dachte, die Sache ist jetzt safe, Leute. Da habe ich mich geirrt. Aber was soll denn bei über 578 Bewertungen und im Durchschnitt bei dieser Unterkunft 4,35 Sternen, als ob diese Airbnb jetzt fake ist, Leute. Am 31. habe ich mich dann aufgemacht nach Playa del Carmen
um den Check-in durchzuführen. Ich habe versucht, den Check-in ein bisschen früher durchzuführen. Ich habe auch den Gastgeber angeschrieben und gefragt, hey, wäre es möglich, dass ich vielleicht einfach schon mal die Schlüssel bekomme? Ich muss auch gar nicht rein ins Zimmer, ich muss meine Sachen nicht abstellen, gar nichts. Ich brauche einfach nur die Schlüssel, damit ich halt später den Check-in nicht nachts nach 12 Uhr machen muss. Einfach nur, weil Silvester ist, weil es unkomplizierter war, ob das möglich wäre. Das war meine Intention. Es kam jedoch innerhalb der versprochenen Stunde keine Antwort. Ein paar Stunden später, als ich dann im Playa angekommen bin, habe ich ebenfalls noch keine Antwort erhalten. Ich habe dann versucht, die angegebene Telefonnummer anzurufen. Die Identität der Person, also die Identität des Gastgebers, wurde ja verifiziert. Tja, die Telefonnummer war leider nicht mehr gültig. Ich habe dann versucht, mich zu beruhigen und dachte mir, okay, wir laufen jetzt einfach erstmal zur Unterkunft und dann schauen wir, dann spreche ich die Person einfach mal an. Ich bin dann zur angegebenen Adresse gelaufen und habe erstmal die Unterkunft nicht gefunden und war total panisch. Ich bin die ganze Straße hoch und runter gelaufen und irgendwie stand nirgendwo Casa Ariana. Nachdem ich dann in einigen Hostels und Hotels nachgefragt habe, die ebenfalls keinen Namen hatten, ob das Zimmer eventuell bei denen ist und diese mir gesagt haben, nein, das ist nicht bei uns, habe ich ein Haus gefunden, was tatsächlich der Airbnb super ähnlich sah. Da war dann so ein Zahlenschloss dran und die Tür war angelehnt. Das heißt, ich habe geklopft und bin einfach mal reingegangen und dachte mir, ja, okay, wir gucken uns das Ganze mal an, weil das sieht schon verdächtig nach dieser Airbnb aus, auch wenn da nichts mit Casa Ariana dran steht, aber den Bildern nach zu urteilen, könnte es das sein. Ich bin dann also durch diese Tür in diesen Hinterhof bzw. Innenhof und bin auch erstmal auf Gäste gestoßen, die gerade gegessen haben, die ich ein bisschen unterbrochen habe. Und die ich dann auch erstmal gefragt habe, wie das Ganze hier denn heißt. Ob hier irgendwie gerade ein Ansprechpartner ist, ob es hier eine Rezeption gibt, wie die eingecheckt haben. Einfach weil ich nicht mehr wusste, wie ich mir sonst helfen sollte. Als ich gefragt habe, ob das Ganze hier Casa Ariana heißt, wurde ich ein bisschen verdutzt angeschaut und mir wurde gesagt, Casa Ariana? Nee, das heißt Casa Fernanda. Und ich war schon so, Casa Fernanda? Bist du dir sicher? Dann habe ich ihr dann auch mein Handy gegeben, habe dann die Reservierung mit den Fotos von der Airbnb offen gehabt, habe ihr das so gegeben und habe sie so gefragt, ja, sieht zufällig dein Airbnb genauso aus wie meins? Und sie hat sich das so angeschaut, hat dann so einen super skeptischen und komischen Blick drauf gehabt und hat mir gesagt, ja, das sieht genauso aus, du. Und dann waren wir beide super verwirrt, es gab aber auch keinen Ansprechpartner vor Ort und sie hat mir dann quasi ihre Telefonnummer gegeben, also nicht ihre Telefonnummer, sondern die Telefonnummer, die ihr gegeben wurde durch ihre Reservierung. Und ich habe dann einfach mal ihre Ansprechpartnerin angerufen und ihr die Lage erklärt und ihr gesagt, ja, ich habe, glaube ich, ein Airbnb bei euch gebucht, aber es heißt anders und irgendwie meldet sich keiner mehr und ich kann den Check-in nicht machen und ich weiß gar nicht mehr weiter, was mache ich denn jetzt? Und dann hat die Frau am Telefon gesagt, okay, sie checkt das mal kurz. Und sie wird mich gleich zurückrufen. 10 qualvolle Minuten später hat mich tatsächlich die Dame zurückgerufen und hat mir gesagt, dass ich keine Reservierung bei ihnen habe. Dass ich unbedingt Airbnb kontaktieren soll, dass ich die Reservierung auflösen muss und dass das tatsächlich schon öfter vorgekommen ist. Genau deswegen mache ich dieses Video auch. Ich finde es unfassbar wichtig, an dieser Stelle aufzuklären, weil ich wirklich, ich wünsche niemandem, dass irgendjemand sich einen Urlaub bucht oder irgendwie eine Zeit oder ein Airbnb irgendwo und dann steht er vor verschlossenen Türen da. Und dann wird ihm gesagt, deine Buchung ist hinfällig. Du hast den Betrag bezahlt, ja, du bist jetzt hier vor Ort, nice, aber deine Airbnb existiert so gar nicht mehr. Die Dame am Telefon hat mir dann nämlich die ganze Situation erklärt. Die Anzeige auf Airbnb war nicht mehr aktuell. Der oder die vorherige Besitzerin hat das Airbnb weitergegeben. Deswegen wurde das auch umbenannt. Deswegen heißt es nicht mehr Casa Ariana, sondern Casa Fernanda. Und die neue Besitzerin, mit der ich dann quasi telefoniert habe, dass die alten Anzeigen weiterhin online sind. Und dass immer wieder zwischendurch mal Menschen anrufen und ihr sagen, dass sie reserviert haben. Dass sie bezahlt haben für die Airbnb, aber dann stehen sie vor verschlossenen Türen da, die Airbnbs sind nicht mehr verfügbar, sie sind anderweitig reserviert worden und dass die Airbnb-Anzeige halt einfach ein Fake ist. Sie hat mir gesagt, dass ich zeitnah auf jeden Fall eine Rückerstattung des Geldes beantragen soll und dass es potenziell sein könnte, dass die Person beabsichtigt die Anzeige nicht runtergenommen hat, um einfach weiterhin zu verdienen. Mit einer Airbnb, die so einfach gar nicht existiert, Leute, gebt euch das mal. Die kurze Zusammenfassung der ganzen Geschichte ist also, die Airbnb existierte vor einem halben Jahr tatsächlich noch. Vor einem halben Jahr gibt es auch noch positive Bewertungen. Dann wurde der Besitzer gewechselt, der Airbnb. Der alte Besitzer hat aber die Anzeigen nicht rausgenommen und versucht weiterhin davon zu profitieren. Aber hey, Hauptsache, der Gastgeber hat weiterhin eine richtig krass gute Bewertung, wirkt super vertrauenswürdig und die Anzeige ist weiterhin online. Ich habe mich an dieser Stelle dann natürlich auch an Airbnb gewendet. Ich habe ihnen die ganze Sache erklärt, schriftlich
Und habe denen natürlich dann auch erklärt, okay, die Anzeige ist nicht mehr aktuell. Und man kann über Airbnb gar keinen Zugang mehr zu dieser Unterkunft bekommen. Ich habe auch mehrere Anfragen gestellt. In der ersten Anfrage ging es mir erstmal primär um die Rückerstattung. Airbnb hat mir auch sehr zeitnah das Geld zurückerstattet, innerhalb der 48 Stunden, die versprochen wurden. Das war auf jeden Fall schon mal unkompliziert. Was ich jedoch sehr krass finde, ist, dass die Anzeige weiterhin online ist. Ich habe den Sachverhalt extra einem Mitarbeiter erklärt, Leute. Ich habe erklärt, dass seit einem halben Jahr diese Unterkunft nicht mehr verfügbar ist und dass die Anzeige halt einfach runtergenommen werden muss oder dass zumindest der Gastgeber kontaktiert werden sollte, was aber auch nicht mehr geht. Ich habe natürlich auch erwähnt, die Nummer existiert nicht mehr. Die Nummer ist nicht mehr erreichbar. Man kann den Gastgeber gar nicht mehr kontaktieren. Das Ganze ist dann am 31. passiert, also an dem Tag, an dem ich den Check-in machen wollte. Dann hat mir ein Mitarbeiter von Airbnb geschrieben, dass es natürlich jetzt für eine Umbuchung zu spät ist und dass Airbnb da jetzt auch nichts mehr machen kann, also in Bezug auf eine neue Unterkunft suchen oder so. Es war ja auch nur der 31., Leute. Also, dass da halt nichts mehr verfügbar ist, ne, ist glaube ich klar. Ich glaube, ich hätte mir rückblickend wirklich gewünscht, dass Airbnb mich mehr unterstützt hätte. Ich persönlich habe Glück, ich kenne mich hier vor Ort aus, aber stellt euch vor, ihr bucht euch einen Urlaub. Stellt euch vor, ihr bucht euch einen Urlaub aus Deutschland und ihr wollt euch eine Airbnb dazu buchen. Ihr bucht euch die nicht nur für einen Tag, sondern vielleicht für 2 Wochen. Ihr spart darauf, ihr plant das richtig gut ein, schon 3-4 Monate vorher. Dann kommt ihr da an und stellt fest, dass die Unterkunft einfach umbenannt wurde und so gar nicht mehr existiert. Stellt euch das mal vor. Für mich persönlich eine absolute Horrorvorstellung. Findet mal als Nicht-Ortskundige, eventuell vielleicht auch keine Spanischsprecher, also ohne Landessprache, findet mal spontan eine Bleibe für einen humanen Preis. Ihr kriegt das Geld ja auch nicht sofort zurückgebucht. Das dauert ja bis zu 48 Stunden. Was macht ihr? Ich habe halt wirklich Glück, weil ich kenne mich da aus, ich bin da auch nicht alleine und in irgendwelchen Worst-Case-Szenarien habe ich halt immer noch Menschen, die mir helfen können. Okay, auf jeden Fall wurde die Anzeige nicht runtergenommen. Ich habe tatsächlich das Profil auch gemeldet. Ich habe einen negativen Kommentar verfasst, der, by the way, nicht auf der Seite veröffentlicht wurde bisher. Kann natürlich jetzt auch sein, dass ich den erst vor kurzem verfasst habe und Airbnb erstmal irgendwie eine Woche oder so abwarten möchte, bis der Kommentar veröffentlicht wird. Also deswegen möchte ich da jetzt gar nicht sagen, mein Kommentar wurde irgendwie nicht veröffentlicht oder so. Vielleicht dauert das einfach noch ein paar Tage. Ich habe ihn gestern erst verfasst, aber ich habe halt eigentlich gedacht, dass der Kommentar sofort veröffentlicht werden würde. Also, weil es halt storniert wurde. Ich bin so ein Typ Mensch, ich veröffentliche selten Kommentare. Ich habe diesen Kommentar halt auch wirklich relativ lang verfasst und mit großen, fetten Buchstaben, Leute, weil ich nicht möchte, dass irgendjemand nochmal in so eine Falle reintappt. Ich habe auf jeden Fall gestern nochmal versucht, Airbnb zu kontaktieren und habe halt gesagt, dass die Anzeige fake ist. Und das habe ich gestern am frühen Abend gemacht und habe jetzt heute nochmal reingeschaut und der Chat wurde geschlossen, weil ich mich wohl nicht rechtzeitig zurückgemeldet habe. Ich habe halt die Methode angeklickt, mit einem Mitarbeiter verbinden und danach ist halt nicht mehr so viel passiert. Das heißt, der Fall wurde aufgrund von Inaktivität geschlossen. Ich weiß nicht genau, ob mir da jetzt die Hände gebunden sind, ob ich irgendetwas machen kann. Ich habe auf jeden Fall das Inserat gemeldet, habe gesagt, dass es fake ist, habe meinen negativen Kommentar geschrieben und veröffentliche halt jetzt auf jeden Fall auch dieses Video hier, einfach um alle da draußen nochmal zu warnen, dass einfach auch so ein Shit passieren kann. Der Gastgeber war verifiziert. Er hatte super gute Bewertungen und davon auch reichliche, Leute, über 500 Stück. Ganz ehrlich, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass so etwas tatsächlich passieren könnte. Ich habe aber einen Fehler entdeckt, den ich gemacht habe, beziehungsweise kein wirklicher Fehler, weil es immer mal sein kann, dass ein Gastgeber mal eine längere Zeit nicht vermietet. Mir ist nämlich aufgefallen, im letzten halben Jahr gab es keine Bewertungen. Das war aber auch das Einzige. Also das einzige Manko und das einzige Learning, was ich jetzt daraus ziehe, ist, dass ich schaue, wurde vielleicht in den letzten Wochen oder auch 1-2 Monaten etwas vermietet. Ich bin ehrlich mit euch, ich habe mir nichts dabei gedacht. Es kann immer mal sein, dass du als Gastgeber gerade super busy bist, gerade vielleicht auch einfach am Reisen bist, vielleicht auch einfach gerade gar keine Bewertungen eingehen, weil Menschen einfach faul sind. Es kann immer mal sein, dass mal irgendwie eine Ebbe ist in Bezug auf die Bewertungen. Aber solange du halt verifiziert bist, dachte ich mir, solange du verifiziert bist und gute Bewertungen hast, wird da ja nichts schief gehen. Doch Leute, checkt auf jeden Fall, wann es die letzte Bewertung gab. Wenn es schon irgendwie 5-6 Monate her ist, kann es vielleicht sein, dass da irgendwie was nicht stimmen könnte. Der nächste Plan für Silvester war dann erstmal durchmachen. Als wir unseren Freunden dann auf jeden Fall erzählt haben, dass unsere Airbnb gecancelt wurde, haben tatsächlich alle so ein bisschen ihre Pläne für uns verschoben, damit wir eine Unterkunft finden, beziehungsweise damit wir eine Bleibe haben. Dann haben am Ende 2 weitere Leute nochmal so ein bisschen ihre Bleiben geswitcht und so ein bisschen getauscht, damit wir auch irgendwo unterkommen können, was richtig, richtig lieb und süß war. Ich bin da auch echt dankbar für.
Am Ende hatten wir also ein Dach über den Kopf und ein Bett an Silvester, auch wenn es komplett anders gekommen ist und wir ganz woanders gelandet sind, als wir es geplant haben. Es war ein super spontanes, cooles, lustiges Silvester mit ganz vielen Überraschungen, positive und negative. Ich bin auf jeden Fall gut ins neue Jahr gekommen, trotz dieses ganzen Debakels mit Airbnb. Das ist aber nicht selbstverständlich. Ich hatte halt krass Glück, dass ich halt Leute vor Ort kenne. In den meisten Fällen ist es aber nicht der Fall. Genau deswegen wollte ich dieses Video auch unbedingt machen, Leute. Bei uns war die Reise natürlich super, super spontan. Und ich muss auch sagen, Mexikaner sind jetzt nicht so hin- und her schreibefreundlich, sag ich mal. Also ein paar schon, aber grundsätzlich schreibt man nicht so viel hin und her. Gerade wenn es um so Buchung geht, dann schreiben die einem meistens so eine lange Nachricht mit allen möglichen Infos und fertig. Da habt ihr auf jeden Fall alle möglichen Infos schon mal gesammelt drin. Danach sind sie aber jetzt auch nicht so krass kommunikativ, habe ich so das Gefühl. Meine persönliche Wahrnehmung. Mir war es auf jeden Fall wichtig, auf dieses Thema Fake-Anzeigen nochmal einzugehen. Eine Airbnb kann existieren, aber die Anzeige an sich kann nicht mehr aktuell sein. Solche Anzeigen können weiterhin online bleiben, was ich persönlich krass schockierend fand. Also es war sehr lehrreich, diese Erfahrung. Und genau deswegen will ich die auf jeden Fall mit euch teilen. Ich möchte nicht, dass irgendjemand da draußen dasselbe erlebt und dann plötzlich vor verschlossenen Türen steht. Hattet ihr bisher immer gute Erfahrungen mit Airbnb? Schreibt mir auf jeden Fall eure Erfahrungen in die Kommentare und auch, ob ihr eher eine eigene Wohnung bevorzugt oder All-Inclusive-Hotel, ich gönn mir. Das war's auf jeden Fall jetzt schon mit meiner Storytime. Ich freue mich auf jeden Fall immer über einen Daumen nach oben und falls ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt, ich kann euch so viel verraten, mir passieren immer irgendwelche komischen Sachen, Leute, dann dürft ihr mir sehr gerne ein kostenloses Abo dalassen. Ich wünsche euch eine super, super schöne Woche und bis ganz bald.